Moin Leute, und heute zeige ich euch eine Afterpatch-Variante eines gepatchten Money-Glitches, denn Rockstar Games hat ein bisschen geschlampt und ihr könnt wieder den Money-Glitch ausüben. Wie geil ist das denn? Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich, sonst verpasst ihr diesen krassen Money-Glitches. Also würde ich mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes, was braucht ihr denn für diesen Money-Glitch? Naja, ihr braucht eins von diesen drei Gebäuden, nämlich einen Nachtclub, eine Basis oder eine Spielehalle. Aber wie gesagt, ihr braucht nicht alle drei, sondern nur eins von diesen drei Gebäuden. In diesem Video werde ich den Nachtclub benutzen, damit ihr Bescheid wisst. Und außerdem braucht ihr auch noch einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und ein Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr einen Easy Classic aus der Arena-Werkstatt. Das ist ganz wichtig, Leute. Ich erkläre euch auch noch später, warum ihr nur dieses Fahrzeug duplizieren könnt und kein anderes duplizieren wolltet. Und außerdem braucht ihr Startkapital. Ja, Leute, ihr braucht Startkapital für diesen Glitch, denn ihr braucht, wie in den eben erwähnten Gebäuden, also sei es Nachtclub, Basis oder Spielerhalle, braucht ihr einen MTW. Dieser MTW kostet im schlimmsten Fall, wie bei mir leider auch im Video, knapp über 3 Millionen Dollar. Deswegen, Leute, braucht ihr Startkapital, denn das Fahrzeug verliert ihr pro Duplikation. Und das ist auch der Grund, warum ihr ein Fahrzeug duplizieren müsst, was wirklich, 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 wirklich viel Geld bringt. Also am besten der Easy Classic aus Arena-Werkstatt komplett aufgetunt. Wenn ihr euch ein anderes Fahrzeug duplizieren wollt, lauft ihr die Gefahr, weniger Geld zu bekommen, beziehungsweise sogar bei diesem Glitch Verlust zu machen. Und das, Leute, müsst ihr euch wirklich nicht antun. Deswegen macht's einfach mit einem Easy Classic aus der Arena-Werkstatt. Und vor allen Dingen, Leute, dieser Easy Classic aus der Arena-Werkstatt sollte auch euer Fahrzeug sein. Dupliziert nicht ein Auto, was ihr von irgendeinem Freund geschenkt bekommen habt oder sonst irgendwas. Die sind immer weniger wert. Deswegen am besten wirklich ein eigenes, was ich selbst gekauft habe und was ich auch selbst aufgetunt habe, dann seid ihr auf der richtigen Seite, bei diesem Money Glitch auch Geld zu machen. Außerdem, Leute, muss dieser ganze Glitch in einer öffentlichen Sitzung stattfinden. Denn dieser Glitch glitscht sich leichter in einer öffentlichen Sitzung mit mindestens 20 Spielern, so sagt man sich das. Also ich würde mal sagen, fangen wir doch einfach mal direkt mit dem Glitch an. Als erstes seid ihr in einer öffentlichen Sitzung, wie auch eben gesagt, und steht jetzt vor eurem Bunker. Seid ihr bei eurem Bunker, könnt ihr einfach hineingehen. Seid ihr in eurem Bunker gespawnt, lauft jetzt noch im MOC und geht hinten rein. Seid ihr in eurem MOC drinne, holt ihr euch jetzt einen Easy Classic aus der Arena-Werkstatt einfach raus. Sprich, ihr steigt ein und fahrt raus. Seid ihr draußen angekommen, steigt ihr einfach aus und lasst es dort stehen. Und jetzt geht ihr wieder aus dem Bunker zu Fuß raus. Seid ihr draußen gespawnt, Leute, ganz wichtig, ihr könnt euch ein Fortbewegungsmittel jetzt holen, aber, ich betone wirklich, aber es darf kein persönliches Fahrzeug sein. Also ihr könnt euch als CEO registrieren, so wie ich es gerade hier im Hintergrund mache, und bestellt euch einen Buzzard. Ihr könnt auch vom U-Boot diesen Helikopter bestellen, das zählt nämlich auch nicht als persönliches Fahrzeug, oder irgendein Straßenfahrzeug nehmen zu Fortbewegungsmittel. Aber, bitte Leute, kein persönliches Fahrzeug. So, haben wir das jetzt gemacht, fahren wir oder fliegen wir jetzt zu unserem Nachtclub, was bei euch natürlich auch Spielerhalle oder Basis sein kann. In meinem Fall ist es aber Nachtclub, deswegen fliegen wir jetzt dorthin. Seid ihr auch im Nachtclub angekommen, steigt hier aus und geht zu Fuß in die Ebene rein, wo euer MTW steht. In meinem Fall ist es diese Liefereingangsgarage, aber kann auch B2, 3 oder sonst irgendwas sein. Es ist völlig egal, Hauptsache ihr geht es zu eurem MTW. Denn jetzt, Leute, kommt ein Part, der ein bisschen Timing beinhaltet. Und Leute, ihr werdet vielleicht ein, zwei Versuche brauchen, aber je öfter diesen Glitch macht, desto leichter wird er euch fallen. Das kann ich euch versprechen, denn bei mir war es genauso. Denn ihr steigt jetzt euren MTB ein. Und jetzt könnt ihr erstmal genau zu, Leute. Also Leute, ihr müsst jetzt gleich die rechte Pfeiltaste gedrückt halten. Eine Millisekunde später tippt ihr einmal kurz die R2-Taste, um rauszufahren. Wenn alles klappen sollte, Leute, habt ihr einen Blackscreen. Wenn ihr einen Blackscreen habt, zählt ihr bis 3. Wenn ihr bis 3 gezählt habt, lasst die rechte Pfeiltaste wieder los und wartet aufs Ergebnis. So, das kann für euch wirklich, wie gesagt, ein bisschen schwierig fallen, aber je öfter ihr es macht, desto einfacher wird es euch gelingen. Falls ihr, so wie hier auch gerade im Video, auf den Beifahrersitz rutscht, ist das kein Problem. Ihr könnt dann wieder zurück auf den Fahrersitz rutschen, mit der rechten Pfeiltaste aussteigen und ihr könnt es nochmal neu versuchen. Der Glitch ist dadurch jetzt nicht kaputt gegangen. Aber Leute, falls ihr es nicht hinkriegt und ihr einfach draußen normal mit einem MTW spawnt, dann müsst ihr den Glitch komplett von vorne wiederholen, denn ihr habt es dann einfach verfailt.
Ist nicht schlimm, ist mir auch öfters passiert im Video, aber es geht, Leute. So, ich zeige euch jetzt hier den Versuch, der bei mir funktioniert hat. Sprich, ich halte jetzt die rechte Pfeiltaste gedrückt, drücke R2, zähle jetzt bis 1, 2, 3, lasse die rechte Pfeiltaste los und ich warte jetzt auf mein Ergebnis. Und Leute, ihr seht, ich spawne draußen ohne MTW. Der MTW war für eine Millisekunde zu sehen und wupp, weg ist er. Und das, Leute, braucht ihr für diesen Money-Glitch. Wenn ihr das geschafft habt, Leute, wisst ihr, ihr habt den Glitch so gut wie geschafft. Denn jetzt müssen wir wieder zurück zu unserem Bunker. Aber wie gesagt, Leute, kein persönliches Fahrzeug. Wirklich sehr wichtig. Also sprich, im Buzzard vom CEO oder dieser Helikopter vom U-Boot, alles okay. Auch ein Straßenfahrzeug, alles okay, aber kein persönliches Auto oder Flugzeug. Und Leute, ein kleiner Funfact nebenbei. Falls ihr, ne, öffentliche Sitzung und so, ihr irgendwie sterbt, ne, weil ich werde hier gerade von ein paar Jets angegriffen und ihr halt dadurch stirbt, ist das nicht schlimm. Der Glitch geht trotzdem noch, denn ich bin jetzt einfach wie Straßenfahrzeug eingestiegen und bin dann so zum Bunker gefahren und der Money-Glitch hat noch wunderbar funktioniert. Also falls ihr sterben solltet, Leute, ist das absolut kein Problem bei diesem Glitch. So, seid ihr jetzt bei eurem Bunker, je nachdem wie heftig diese Lobby war, endlich mal angekommen, geht jetzt einfach zu Fuß hinein. Seid jetzt auch im Bunker drinne, seht ihr jetzt euren Izzy. Und wenn ihr jetzt da einsteigt, achtet auf mein Nummernschild. Ihr seht, dass sich mein Nummernschild live ändert von NHW zu irgendeiner Zahlen-Buchstaben-Kombination. Und ihr wisst jetzt, Leute, dieser Easy jetzt ist jetzt nicht mehr euer originaler Easy. Nein, es ist jetzt euer Duplikat. Das merkt ihr auch daran, dass sich das Nummernschild jetzt geändert hat. Denn dieses Nummernschild war das Nummernschild von MTW. Ihr habt jetzt so gesehen, der MTW jetzt überschrieben. Und das Fahrzeug jetzt einfach abzuspeichern, fahrt jetzt zu eurem MOC. Wenn ihr jetzt die rechte Pfeiltaste drückt, werdet ihr eine Meldung erhalten, dass euer MOC ja natürlich voll ist. Denn euer originaler Easy steht ja noch im MOC. Das bedeutet, wir bestätigen jetzt die Meldung und fahren jetzt in unseren MOC rein. Und keine Sorge, Leute, euer originaler Easy wird in euer anderes Gebäude umgeparkt. In meinem Fall ist es mein Nachtclub in der Liefereingangsgarage. Aber kann bei euch auch die Spielehalle oder Basis sein. Deswegen, euer originaler Easy geht natürlich nicht verloren bei diesem Schritt. Und Leute, ich zeige jetzt hier auch nochmal beim Mechaniker, dass ich meinen originalen Easy in meiner Liefereingangsgarage vom Nachtclub habe, dass er wirklich nicht weg ist. Und ihr werdet auch gleich sehen, dass ich jetzt hier auch nicht den höchsten Gewinn machen werde, den es gibt. Denn ihr seht natürlich, dass ich hinten zum Beispiel die Waffen nicht ausgerüstet habe, dass ich nicht irgendwelche schönen Teile noch dran gebaut habe. Also meiner ist nicht wirklich krass getuned, aber bringt mir trotzdem einen ordentlichen Gewinn. Denn wenn wir jetzt den verkaufen, erhalte ich um die 3,4 Millionen GTA-Dollars, was ungefähr ein Gewinn von ca. 400.000 Dollar bedeutet. Das könnt ihr auch noch maximieren bis zu 500.000 oder 600.000 Dollar. Und Leute, wenn ihr geübt seid, könnt ihr diesen Glitch alle 10 Minuten ca. hinbekommen. Das bedeutet, ihr könnt alle 10 Minuten 500.000 Dollar in Form eines duplizierten Easys hinbekommen. Und das war schon dieser Solo-Money-Glitch. Er ist vielleicht ein bisschen kompliziert und ein bisschen schwer, aber Leute, ich bin überzeugt, ihr werdet es hinbekommen. Schreibt mir doch in die Kommentare, falls ihr Hilfe braucht. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial-Video weitergefallen. Wenn ja, lasst mir doch mal bitte Like da. Und wenn ihr mit diesem Video sogar Geld gemacht habt, dann abonniert mich doch einfach, Leute. Wäre ich auf jeden Fall mega dankbar für. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao, euer Wombat.